Hallo ihr Lieben, willkommen zurück in meiner Küche und schön, dass ihr wieder bei einem neuen Video von mir dabei seid. Heute machen wir zusammen mit dem Thermix eine leckere Kürbissuppe mit Kokos und Curry. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Rezept geht, dann bleibt jetzt dran. Viel Spaß beim Zuschauen. Für die Suppe benötigen wir folgende Zutaten: Knoblauchzehen, Zwiebel, Kokosöl oder Olivenöl, Kokosmilch, Hokkaido-Kürbis, Karotten, Gemüsebrühenpulver, Salz, Pfeffer und Curry, Wasser und wer mag, zum Dekorieren später noch ein paar Kürbiskerne. Als erstes geben wir die Zwiebel halbiert und die zwei Knoblauchzehen in den Mixtopf und zerkleinern diese für 5 Sekunden auf der Stufe 5. Mit dem Spatel einmal alles nach unten schieben. Dann dürfen der Hokkaido-Kürbis und die Karotten in groben Stücken dazu. Das zerkleinern wir jetzt für 10 Sekunden auf die Stufe 5. Mit dem Spatel wieder alles vom Rand lösen. Und nun das Kokosöl oder Olivenöl dazugeben. Das dünsten wir jetzt an für 5 Minuten bei 100 Grad auf der Stufe 2. Wir das Wasser und die Gemüsebrühe dazu und das kochen wir jetzt für 10 Minuten bei 100 Grad auf der Stufe 2. Und zu guter Letzt kommen die restlichen Gewürze und die Kokosmilch dazu. Die Suppe muss jetzt nur noch püriert werden. Das mache ich nach Gefühl so ungefähr 20 Sekunden auf der Stufe 7 bis 8 und ich schalte ganz langsam hoch. Dann können wir auch schon die Suppe servieren. Und fertig ist die Kürbissuppe. Wenn ihr nun Lust bekommen habt, die exotische Kürbissuppe mal selbst nachzukochen, dann schaut wie immer unter dem Video in die Infobox, dort findet ihr das Rezept. Klickt gerne auf den Daumen nach oben, wenn euch mein Video gefallen hat. Und gerne könnt ihr mir auch auf Instagram folgen, dort findet ihr mich auch unter inbunnysküche. Und dann freue ich mich schon auf das nächste Mal zusammen mit euch in meiner Küche. Bis bald, eure Vanni.